Aktenzeichen XY ungelöst. Aus München mit Rudi Zerne. Es ist die 588. Folge von Aktenzeichen XY ungelöst, eine der ältesten Sendungen des ZDF. Seit fast 55 Jahren hilft sie durch Zuschauerhinweise, ungeklärte Straftaten zu lösen. Und das mit großem Erfolg. Etwa 40% der ungelösten Kriminalfälle, von Betrug bis Mord, werden so aufgeklärt. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Sendung gleich zu Anfang, als sich einer der Ermittler hinten vom LKA Bayern auf die Schenkel schlug und sagte, so, den hätten wir. Ist dann tatsächlich, hat jemand angerufen und einen entscheidenden Hinweis gegeben. Dann kommt es auch schon mal vor, dass noch während der Sendung schon Ermittlerinnen, Ermittler, Polizei rausfahren und entsprechend aktiv werden. In jeder Sendung stellen Rudi Zerne und sein Team 3 bis 6 ungelöste Kriminalfälle in Form von Filmen vor, mit der rekonstruierten Tat. Zudem werden Fotos von Opfern, Beschreibungen möglicher Täter und markante Gegenstände gezeigt, die Hinweise geben könnten auf das Verbrechen. Diese Realitätsnähe und ein gewisser Gruselfaktor sind Markenzeichen der Sendung und zugleich ihr Erfolgsgeheimnis, so Ina-Maria Reitze-Wildemann, die Aktenzeichen XY seit 27 Jahren leitet. Je besser unsere Filme und unsere Beiträge sind, je mitreißender sie sind, je emotionalisierender sie sind, so negativ das manchmal auch behaftet ist, aber ich stehe dazu, das brauchen wir, desto mehr motivieren wir die Menschen, mitzuhelfen, nachzudenken, ob sie über den Fall was wissen, ob sie vielleicht sich an etwas erinnern. Und desto mehr wird die Ermittlungsarbeit unterstützt. Am 20. Oktober 1967 ging Aktenzeichen XY zum ersten Mal auf Sendung. Die interaktive Verbrechersuche im Fernsehen, damals eine Weltneuheit. Erfinder und Moderator war Eduard Zimmermann. Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst. Das Konzept damals wie heute gleich. Das Fernsehpublikum wird zum Hilfs-Sheriff. Durch Zuschauerhinweise zu am Tatort gefundenen Objekten erhofften sich Zimmermann und seine Kommissare im Studio neue heiße Spuren. Das funktionierte schon gleich in der ersten Sendung bei der Suche nach einem Betrüger. Johann ist wenige Minuten nach Schluss unserer ersten Sendung Aktenzeichen XY ungelöst in Bad 9ahr festgenommen worden. Er war gerade beim Kegeln. Ein Zuschauer hat ihn erkannt und der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben. Also zuerst Zürich. Herr Vetterli, wie sieht es aus? Wenige Monate nach Sendestart werden Studios aus der Schweiz und Österreich nach München zugeschaltet. Auch das ein Novum. Eduard Zimmermann macht in kürzester Zeit aus einem Fernsehexperiment eine Kultsendung. Er hat sich sehr in die Polizeiarbeit hineinversetzt, in deren Sichtweise. Und er hat sehr an Vertrauen zur Polizei arbeiten müssen, hat da unheimlich viel getan. Und davon profitieren wir heute noch. Also das funktioniert, die Zusammenarbeit ist partnerschaftlich eng, gut und von beiderseitigem Vertrauen geprägt. Und das hat sehr mit dem Geist von Eduard Zimmermann zu tun. Alfred Hettmer ist ein Aktenzeichen XY-Urgestein. Seit 37 Jahren präsentiert der Ermittler vom LKA Bayern am Ende der Sendung die eingegangenen Ergebnisse der Zuschaueranrufe. Welche Spuren sind heiß und interessant? Welche sollte man lieber nicht preisgeben? Eine Gratwanderung, für die es Erfahrung und Routine braucht. Natürlich bin ich ganz ehrlich, ich weiß natürlich oftmals ein bisschen mehr und könnte das auch sagen, aber dann kommt wieder dieses berühmte Wort, aus ermittlungstaktischen Gründen ist es nicht möglich, kommt dann immer wieder ins Spiel. Und ich glaube, die Aufklärung einer Straftat steht im Vordergrund. Tasche, was? Ja, damit. Ich denke nicht dran. Buchholz 1989. Zwei Jogger machen einen schrecklichen Fund. Hier liegt der Tote. Immer häufiger werden bei Aktenzeichen XY auch sogenannte Cold Cases präsentiert, das heißt vor langer Zeit begangene, aber immer noch nicht aufgeklärte Verbrechen. Der Grund? Mit neuen Möglichkeiten der DNA-Analyse können nun auch 30 bis 35 Jahre alte Fälle aufgeklärt werden. Doch dazu brauchen die Ermittler mehr Hinweise von Zuschauerinnen und Zuschauern. Es geht nicht um irgendeine Erinnerung, ob jemand mit dem Wagen nach links oder nach rechts abgebogen ist, welche Farbe das Auto hat. Es geht darum, Mitwisser zu finden, Personen zu finden, die wissen, ich weiß etwas zu einem Kapitaldelikt. Und so ist es unlängst vorgekommen, dass wir, Sendung im letzten Jahr noch, einen 35 Jahre alten Mordfall klären konnten, weil sich nämlich der Freund des vermeintlichen Täters gemeldet hat
Und der Stein des Anstoßes war die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY. Die Fahndungsserie ist ein Dauerbrenner und mit mehr als 5 Millionen Zuschauern pro Sendung ein Publikumsmagnet. Der True-Crime-Klassiker kommt vor allem bei Frauen an und bei jungen Leuten. Spannend auch, weil es halt auf den wahren Begebenheiten so beruht. Es ist nochmal anders, das zu gucken, als wenn man jetzt etwas Fiktives schauen würde. Ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt, dass ich mich jetzt auch melde dort. Weil ich, aber wenn ich irgendwas merken würde oder zur Tatzeit, dann würde ich es auf jeden Fall auch melden. Sehr gut, dass man eben Verbrechen, die früher geschehen sind, rückwirkend nochmal aufrollen kann, dass das kein Cold Case ist, sondern sich ein Verbrecher nie sicher fühlen kann, dass das ungeschehen bleibt oder ungesühnt bleibt. Weil dem so ist, schauen auch mutmaßliche Täter Aktenzeichen XY. Alfred Hettmer weiß von einem Betrügerpärchen, welches in der Sendung erkannt und dessen Aufenthaltsort bei den Fernsehermittlern gemeldet wurde. Die Polizei kam dahin, die ging natürlich in die Wohnung rein. Es war der Herd auch noch lauwarm. Also sprich, die haben die Sendung gesehen und haben sie natürlich sofort aus dem Staub gemacht. Hat letztendlich nichts geholfen. 4 Wochen später wurden sie dann auch festgenommen. Ja. Aktenzeichen XY hat in 55 Jahren knapp 5000 ungelöste Kriminalfälle präsentiert. Davon wurden rund 2000 aufgeklärt. Der Stoff für weitere spannende True-Crime-Sendungen wird sicher nicht ausgehen.